Hallo Leute, hier ist der Dietmar. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man zu faul ist, die Tomaten rechtzeitig anzubinden. Dann kommt so ein Sturm wie letzte Nacht und legt sie um. Das da macht, glaube ich, nicht so viel aus. Es schaut schlimm aus, aber die Tomate überlebt es, glaube ich. Da liegen zwei Tomatenpflanzen und da hinten sind die Gurken. Die muss ich jetzt halt wieder aufstellen. Da bohre ich hier wahrscheinlich in den Rand ein Loch und mache die Pflanze dann mit einem Schnürchen fest, genauso wie ich hier eins bohren kann, um die Pflanze festzumachen. Das sind zwei Stück. Auf der anderen Seite ist nichts passiert, aber die werde ich auch gleich festmachen müssen, sonst reißen sie beim nächsten Sturm um. Und da unten drunter ist noch ein Paprika, der wird dann wahrscheinlich auch zerstört. So. So, Leute, das Loch ist gebohrt, da fädel ich jetzt hier so eine Schnur rein. Und dann versuche ich die Pflanze hier vorsichtig hochzuholen. Der Bruch macht ja hoffentlich nicht so viel aus. Und dann wird sie da irgendwo festgemacht. So, die erste Tomate steht wieder. Es sind auch keine Früchte runtergefallen und da habe ich noch keine Verluste. Die zweite ist nicht geknickt, soweit ich sehe. Da ist nichts passiert. Da liegt sie bloß auf dem Rand. Die ist nicht so schwer beladen gewesen. Die werde ich jetzt hier anbinden. Wer den Turm nachgebaut hat, sollte das lieber gleich machen, bevor irgendwas umknickt. Das reicht schon. Es ist alles wieder sicher genug. Weil das dünne Stämmchen da hat nicht mehr gereicht, um die Tomaten zu halten. Und jetzt kann ich auch noch das da festmachen und auf der anderen Seite.
Meine Hummel ist sehr fleißig. Die müht sich total ab. Hauptsache, die werden bestäubt, die ganzen Blüten. Ich habe jetzt alle Tomaten festgebunden. Dazu habe ich da so ein Loch. Dann geht hier so eine Schnur irgendwo um so einen Stamm rum. Und weil die Pflanzen sind durch die vielen Früchte jetzt sehr schwer geworden. Und letzte Nacht hat sich gezeigt, dass sie unbedingt festgebunden werden müssen. Die habe ich da festgebunden. Drehe den Turm ein bisschen. Und die ist da festgebunden. Ja, die brechen beim nächsten Sturm sonst. Da ist das Loch. Die Schnur geht da irgendwo rum. Ich kann euch auch noch gleich meine Gurken zeigen. Die wachsen von Tag zu Tag immer mehr. Bald werden sie so lang sein, dass sie ans Ranggitter hinreichen. So, jetzt ist alles gesichert. Dann kann der nächste Sturm kommen. Die ist auch da fest. Und die, was geknickt war. Wo ist denn das Schnürchen von da? Und die. Das Geknickte macht wahrscheinlich nichts aus, weil letztes Jahr war sogar eine Pflanze an einer Astgabel gespalten und selbst das hat nichts ausgemacht. So, ich melde mich dann in ein paar Tagen wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert. Tschüss!